Bist du deppert, oder? Wie viele Klassen gibt es insgesamt, oder? Wir sind schon bei 11. Und ich bin nun einmal fertig. Im zweiten Gebiet mit den Klassen. Digga! Oder? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich habe das jetzt quasi reparieren lassen, alles drum und dran. Trotzdem ist das alles hier. Und abgenutzt. Es taugt ihm wieder, das ist gefallen ihm, Alter, mit dem knackigen Popo und alles, ein Wahnsinn. Ah, Klassiker. Mal wieder von dem Viech 3, von dem Viech 3 und von dem Viech 3. Klassiker. Na dann, let's go. Machen wir schon, Schäfe, machen wir schon. So, bei der rechten Seite müssen wir gehen, alles klar? Da bin ich gespannt. Bist deppert mit dem. Uiuiuiui. Schau am besten gar nicht hin. Schau am besten gar nicht hin. Havara. Knackig, faltig, bist du deppert, uiuiuiui. Ich find's so lustig, dieses Luftschiff. Alle anderen reiten auf irgendwelche Riesenviecher und alles drum und dran. Der eine, Alter, hat sogar das Auto, Alter, von 15er Teil und ist unterwegs und wir haben ein Luftschiff. Wir sind was Besonderes, wir haben ein Luftschiff. Ja, Mann. Ja, zeig mal her, was hat... Was hast du so alles drauf? Ja, Alter, ein paar Schläge in 100 paar Sekunden, Alter. Bist du. Und gehen wir, next. Nächster Kandidat. Dann ist schon wieder der nächste hier, Alter. Bist deppert. Alter, war auch ein guter Schaden, muss ich sagen. Für das, dass wir Level 1 sind, hat der auch ein bisschen was drauf, immerhin. Da geht schon was weiter. Bist deppert. Ich glaube sogar stärker als wieder Gladiator, kann das sein. Kann schon gut möglich sein. So sehe ich das. So sehe ich das. Hey, Havara. Da kann ruhig eine neue Fähigkeit dazukommen. Ich meine ja nur, aber ich vermisse da eine neue Fähigkeit. Was ist da los? Haben sie da gespart beim Faustkämpfer? Ist ihnen nichts eingefallen? Weil normalerweise hat er bei Level 3 erst schon die zweite oder vielleicht sogar teilweise sogar schon die dritte Fähigkeit. Sie haben sich gedacht, ob der Faustkämpfer auf den Scheiß macht. Auf den Faustkämpfer scheiß mal. Der kriegt keine Fähigkeiten mehr. Ich bin da jetzt gerade motiviert. Digga. Na schau, jetzt haben wir endlich eine Fähigkeit. Na immerhin. Eine zweite. Zeig mal her. Was kann die wieder? Oh! Oh! Bist du aber auch nicht schlecht. Schaut irgendwie so aus wie Kung Fu Panda, aber passt schon. Kung Fu Panda auf Wish bestellt. Aber es schaut gut aus. Wir haben einfach nur 5 bekommen, damit wir gleich die nächste Mission starten können. Weil meistens dann lernen wir dann auch ein bisschen Geschichte kennen. Oder den Rivalen. Meistens bei der zweiten größeren Mission. Drüben ist da noch einer. Alles klar. Wir sind eh motiviert. Wenn ihr die gesagt habt, wir machen dann die Mission. Dann nehmen wir die andere Klasse. Dann machen wir dann auch die nächsten zwei Missionen. Und dann hätte ich gesagt, wir schauen sich einfach mal so ein bisschen noch durch, was so offen ist, was für Klassen wir aktivieren wollen, wollen wir Story weitermachen, etc. Vielleicht bei der Welt hier, vielleicht gibt es auch noch ein bisschen was zum Tun. Könnten wir auch noch machen. Vielleicht auch ein bisschen ein paar Aufträge zusätzlich, dass wir sagen, okay, mit der einen oder anderen Klasse, dass wir doch auf 10 kommen. Wäre vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht. Also wir haben mehr als genug Auswahl. Wir haben mehr als genug. Alter, so ist das gerade aufgewärmt und die sind schon hier, oder? Wahnsinn! Ah, Wahnsinn! Wie steppert. Ja, schau, Level 5, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Können wir schon wieder liefern. Haben wir schon alle Handrad, Chefe? Haben wir schon alle Handrad? Massenmörder, ich sag's nur. Waren schon wieder brav, haben schon wieder ein paar Viecher gesäubert, Digga. Haben wir ein bisschen die Perch gemacht. Ja, die Viecher sind auch nicht weniger cool. Egal, wir haben trotzdem ein bisschen Geld gekriegt dafür. Ja, ja, es sind so viele Viecher da draußen, bitte töte sie. Digga, es ist nun nicht einmal ansatzweise weniger geworden, aber Hauptsache wir kriegen unser Geld und unsere XP. Das ist das Wichtigste. Alles andere interessiert uns nicht.
Ist ein scheiß Luftschiff, ich finde das so geil. Ich finde das so geil, dass da einfach so deppert herumfliegt. Ich bin der Wahnsinn. Ah, wie ich die Musik irgendwie so ein bisschen vermisst habe. Es hat schon so ein schönes Feeling irgendwie, wir weiß nicht. So richtig schön beruhigend. So richtig so auf entspannt. Nach so einem richtigen Missgeburten-Arbeitstag gehst du einfach rein in das Game, hörst die Musik, machst irgendeinen Scheißdreck. Hörst einfach nur die Minenarbeiter oder den Webstuhl oder irgendwas. Feier ich einfach. Feier ich einfach extrem. Sehr gut. Ich tue gleich mal den Charakter mal wieder auf den neuesten Stand bringen. Eh klar.